ja. Schon besser geht's aufs Jahresend zu. Ach, ihr Leid. Hätte man das einmal wieder geschafft. So, Dalle. Jetzt will ich euch einmal etwas erzählen. Horchen einmal gut zu. Horchen einmal gut zu, was ich euch jetzt da am erzählen bin. Unser Glänzstes hat mich begangen gefroht. Oma, wie war dann früher die Weihnachtszeit? Geh, verzähl uns das doch einmal heut. Oh, mein Liebes, das war eine schöne Zeit. Und wenn du das wischst, da denkst du mich beneide. Vor allem war damals noch ein anständiger Winter mit Eis und Schnee, ein richtig Fred für uns Kinder. Auf der Straße war allein glitzerig in Schlitterbahn. Dort drauf sind wir gesaust, mit dem Klumpen an den Füßen, stolz wie ein Hahn. Am Schlossbechtraube sind wir Schliede gefahren, bis um 12 in der Nacht. Auf die kalte, rote Fingere haben wir überhaupt gar nicht geacht. Die Buben haben uns zu Schlitten gezogen, in der Hoffnung, dass sie knutschen dürfen. Aber mehr haben sie belohnt mit einem Schneeballenwerfen. Der Mond hat am Himmel gestanden, frech und klar. Das war eine schöne Zeit. Ja, das ist wahr. Und wie es gegen Weihnachten gegangen ist, hat es eine Wendung gegeben bei allen Leid. Sogar in der Kirche. Die Glocke haben viel fröhlicher geleit. Der Papa und die Mama haben gepischpat in der Kammer. Und der No hat der Papa in der Werkstatt gebastelt mit Nischel und mit dem Hammer. Mehr haben wir von all dem nichts wissen dürfen. In der Stub haben wir nähen und stricken müssen. Am heiligen Abend waren wir all daheim im Warme. Und haben die Plätzchen geknabbert, die Reiche wie die Arme. Auf einmal hat's an den Tier gebollert und gerabbelt. Der Pappe hat aufgemacht und im Gang mit jemand gebabbelt. Das Christkindchen im weißen Kleid und mit heller Stimme kommt dann herein. Und hinten dran der Knecht Ruprecht, der hat allzemal Geruch nur Wein. Wir haben Angst gehabt, haben gebet und alles versprochen. Wir sind brav und lernen in der Schule und schaffen noch und noch. Die Buben haben manchmal auch die Hose stramm gezogen. Doch hat es auch nichts genützt, wann sie sich versteckelt haben oder gekniet. Not hat's nicht gehabt, Äppel, ein Tafel Schokolade. So war's damals. Halt nicht wie heut, so mit Zwiebelgang, Suppe und Salat. Fürs Brüderchen war auch noch ein gebasteltes Ziehwähnchen. Vielleicht noch ein Schiff mit einem schwarz-rot-goldenen Fähnchen. Und ich hatte eine Puppe gekriegt mit einem Porzellangesicht. Derer habe ich verzählt, was ein kleines Mädchen schon so alles quält. Nachher haben wir ein Lied gesungen und sind alle gar in die Christmette gegangen. Die Kirche war hell beleucht und so herrlich war der Gesang. Und nach der Mess sind wir zum Christkindchen gegangen an die Krippe. Und mit einem Geldstück hat uns dann das Nächermännchen zugenickt. Ja, die Zeiten sind rum und ich bin alt. Und doch freue ich mich, weil die Weihnachtszeit kommt bald. Du kriegst ja auch wieder schöne Geschenke. Die hätte ich mir früher gar nicht können denken. Moment, jetzt muss ich mal auf mein Nodel da genau blicken.
nicht, dass ich mal da noch ein paar so Knoblauch in den Stricke. So, so, alle hopp, sind froh und glücklich in Gottes Name und denke auch ein bisschen an die Oma, wann sie am Ofen strickt, im Warme. Vergesst, eigentlich soll ich auch noch schöne Weihnachts- und Neujahrskris ausrichten von der Obe dem, der wo mich der Obe immer so an der Feder rumzoppele tut. Ach, und von seinem soll ich euch auch dieselbe Kris ausrichten. Es ist, glaube ich, draußen im Moment in der Kich und lest die Zeitung. So, dann, jetzt müssen wir mich entschuldigen, wissen wir, ich glaube, ich muss schon mehr machen.